Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal von Blankenburg. Wir sind zurück bei Crusader Kings 3 und ich habe mir dieses Mal, nachdem wir das letzte Mal im Mittelmeer unterwegs waren, einen ganz klassischen Schauplatz ausgesucht. Es wurde vielfach gewünscht, einen Wikingerstamm zu nehmen. Aber ich habe mich dagegen entschieden und wir spielen jetzt etwas, das ganz gut zu diesem Kanal passt. Ja, man könnte eigentlich sagen, es gäbe fast nichts, was besser passen würde oder sogar gar nichts. Denn wir finden uns hier mit unserem tollen neuen Charakter in Blankenburg. Wir haben hier unseren Graf Giselher von Minden, hier heißt er noch. Und das Haus von Blankenburg. Wir haben Blankenburg als unsere, ja, als unsere Machtzentrale hier unten. Die habe ich ursprünglich verlegt. Eigentlich liegt das hier in Diepholz. Aber wie gesagt, ich habe die Hauptstadt nach Blankenburg verlegt. Hoffentlich setzt er hier dann auch nochmal den Namen um. Ansonsten müsste ich mal schauen, ob wir das ändern können, dass das auch richtig stimmig passt. Ja, wir spielen den Giselher von Blankenburg und wir werden mal schauen, was wir hier in der Region so alles erreichen können. Wir sind hier Teil des Ostfrankenreichs und wir gucken uns mal die Landkarte an. Wir spielen natürlich wieder 867. Ja, wir kennen das alle. Wir haben ja das letzte Mal hier unten angefangen. Dieses Mal hier, ja, schön in Deutschland, schön mittig. Ja, so ein bisschen nach Norden hin gepeilt. Und ja, wir erleben jetzt einfach mal die Geschichte. Ihr kennt das Ganze. Ich spiele das Ganze rollenspielerisch. Das heißt, ich orientiere mich, soweit es geht, an den Charakterzügen unseres Protagonisten hier, dem Giselher. Und ja, ich habe ihm ein paar Eigenschaften verpasst. Er ist fleißig, geduldig und tapfer. Ein zäher Soldat, ein Waldkämpfer, eine eifrige Frohnatur und ein Stratege. Das heißt, ja, wir haben jetzt zumindest am Anfang einen gewissen Drang auf Expansion. Wir haben hier ein kleines Problem, denn wir sind etwas über dem Domain-Limit. Das heißt, wir sollten uns jetzt hier in der Nähe eine Frau suchen, die uns ein wenig in der Verwaltung helfen kann, sonst wird uns das hier schnell auf die Füße fallen. Ja, wir wollen erstmal die ganzen Kriegsbenachrichtigungen aktivieren, das finde ich immer ganz gut. Da habe ich ja eine Mod installiert. Ansonsten können wir hier noch feststellen, dass wir keinen Spielererben haben. Wir sind nämlich erst 22 Jahre alt. Wir haben auch keinen Lebenswandel ausgewählt, da passt natürlich jetzt zu unserem Charakter die Kriegsführung und ja, da er natürlich Stratege ist, würde ich hier auch den Weg der Strategie zuerst einschlagen. So, das hat er jetzt offenbar noch, ach wir müssen hier drüben ja noch auswählen, genau, also wir wählen natürlich die Strategie. So, die Domänenschwelle haben wir überschritten, das habe ich euch schon gesagt. Wir spielen übrigens auch mit der aktuellsten Version des Ganzen. Wir haben wenige Ritter und wir haben Vorzüge. Oh, die können wir auch direkt aktivieren. Dann nehmen wir erstmal Bellum Justum. Damit können wir nämlich die Kriegsgründe leichter aktivieren. Ja, und organisierter Marsch passt, glaube ich, auch ganz gut zu unserem aktuellen Charakter. So, es wird zunächst einmal an der Zeit, uns eine Frau zu finden. Ja, ich hätte gesagt, traditionell eher in der Gegend. Das heißt, ich würde hier mal einschränken, dass wir... Na, wo sind denn die Filter hier drüben? Der Altersunterschied darf auf jeden Fall nicht zu groß sein. Ich stelle mal 10 Jahre ein. Es sollen auf jeden Fall Erwachsene sein. Die müssen fruchtbar sein, ja. Und wie gesagt, ich würde hier in der Kultur, ja, vielleicht sogar auf die Sachsen mich beschränken. Und wir gucken mal, was wir hier so alles erreichen können. Wie gesagt, Schwerpunkt wäre bei mir hier auf der Verwaltung. Denn da haben wir auf jeden Fall eine gewisse, ja,
Affinität dafür, das brauchen wir. Wir hätten hier eine Dame von niederer Geburt. Ich weiß nicht so ganz, ob das zu uns als Grafen passt. Wir hätten hier aber auf jeden Fall eine sehr fruchtbare Frau. Das wäre natürlich unfassbar gut für das Vorankommen. Eine gierige, fleißig, fleißig passt zumindest zu uns. Stur, naja. Nee, aber ansonsten bieten sich da, glaube ich, generell nicht so viele Optionen. Nee, also auf jeden Fall nichts, was irgendwie... Ja, wir könnten höchstens Siebert uns noch vorschlagen. Nein, ich glaube, wir bleiben bei der Sophia. Ja, wir werden hier ein bisschen Prestige verlieren. Das tut uns natürlich jetzt am Anfang weh. Aber wir schicken mal den Vorschlag ab. Und damit hätte ich gesagt, lassen wir dann auch den Timer mal laufen. Und gucken, was passiert. Perfekt. Und damit sind wir mit unserer wunderbaren Frau Sophia verheiratet. Die jetzt auch Gräfin von Minden ist. Übrigens hier. Ja, ich... Naja, das sind die Hochzeitsfeierlichkeiten. Schauen wir mal, was passiert. Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Gräfin Sophia eine angemessene, extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben, doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Was sind wir denn? Fleißig, geduldig und tapfer, da passt irgendwie nichts so wirklich dazu. Tja, rein. Wie würden wir uns da wohl entscheiden? Wir sind auf jeden Fall eine Frohnatur. Ja, ganz ehrlich, als Frohnatur, da werden wir hier sagen, ich lasse meine Untertanen die Feierlichkeiten unbeschwert und ohne Sorgen genießen. Und nehmen hier das Prestige mit. Tja, militärisch sind wir hier nicht sonderlich stark. Das müssen wir bedenken. Wir haben nur 1000 Mann in etwa. Tja, wir können Kriege erklären. Und wir werden nicht vom Bischof gebilligt. Der hat aber eine sehr schlechte Meinung von uns. Was ist denn da das Problem? Kurze Herrschaft. Na gut, das tickert runter. Und fremde Kulturgruppe. Okay. Na, das wäre vielleicht mal eine erste Maßnahme, ihn hier ein wenig auf unsere Seite zu bringen. Kriege könnten wir hier erklären gegen, ja, das sieht hier so Dessau die Ecke aus. Das sieht aber, naja, ein Religionskrieg. Das ist, glaube ich, hier Quatsch. Und ja, hier könnte man sich das eventuell überlegen, aber auch er hier ist schon eine sehr starke Nummer. Nein, ich würde da erstmal abwarten. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch unseren Rat besetzen. Das ist, soweit ich weiß, das ist standardmäßig belegt. Ja, da könnten wir aber mal überlegen, ob wir hier eventuell bessere Möglichkeiten hätten. Ich würde hier auf jeden Fall sagen, sie soll die Domänenverwaltung in die Hand nehmen. Dann haben wir hier zumindest dieses Limit-Problem nicht mehr. Tja, unseren Bischof, der ist gesetzt, den können wir im Katholizismus nicht wechseln. Was mich hier interessieren würde, ob wir hier den Wulfa austauschen können, ohne Probleme, ob wir da überhaupt jemanden besseren hätten. Wir könnten mit Hardknight tauschen. Nee, aber der ist hier auf jeden Fall gut eingesetzt. Balduin. Nee, er ist schon ein sehr guter Kämpfer. Na, und da gewinnen wir hier nichts, wenn wir den Philipp einsetzen. Also da sind wir definitiv momentan an der Grenze. Was wir allerdings tun könnten, ja, Hofarzt, das sollten wir auf jeden Fall auf die Suche gehen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, wir sollten mal Ritter einladen. Wir haben ja jetzt genügend Prestige gesammelt. Das böte sich da, glaube ich, an. Kann ich denn
Das ist die Grafschaft von Mansfeld, eine Ebene höher. Ja, das sehe ich hier noch nicht. Die Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Graf und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlung umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl bereitet. Sie ist hier mit einer Schuppenflechte übersehen. Einfältiger Beschwichtiger. Aber keine Arzteigenschaft. Und sie ist eine zügellose Verschwenderin, immerhin kerngesund. Tja. Ich würde fast sagen, wir entscheiden uns hier für Monegund. Das passt, glaube ich, besser hier in unser Reich. Ein sündhafter Bischof wurde bloßgestellt. Okay. Ja, wir haben noch keinen Spielerben, das wissen wir. Und es ist ein Ritter, der Bernd, an unseren Hof gekommen. Wir schauen mal eben am Hof. Ah, das sind natürlich zwei richtig gute. Was kostet uns das denn? Ja, hier mit 10, das ist überschaubar. Boah, 30. Der ist aber schon richtig gut. Na kommt, das müssen wir riskieren. Wir haben ja momentan eine recht passable Staatskasse. Wir könnten an der Stelle auch mal unseren Rat anweisen hier. Ja, heimische Angelegenheiten sehe ich hier nicht. Hier können wir bei den Aufgeboten erstmal bleiben. Tja, und was machen wir hier? Nein, er soll Steuern eintreiben. Jetzt bekommen wir aber erstmal eine Ratseinladung. Als Graf von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rates gehört wird. Das ist unser Lehnsherr. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hiermit den Posten als Ratsmarschall an. Naja, da sind wir ja auch prädestiniert dafür. Wir erhalten jetzt auch hier diese schöne Helmkappe. Das passt ja perfekt zu uns. Also ihr seht hier, da sind wir schon legendär mit Kriegsführung 19. Perfekt. So, kein Spielerbe nach wie vor. Das ist tatsächlich ein Problem. Die Gäste haben wir an den Hof geholt. Das ist gar kein Thema. Dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Und gucken mal, was sich so alles für Dinge hier ereignen. Kann ich denn das hier zu unserem Haupttitel erklären? Das geht. Das kostet uns auch nichts. Liebe Leute, jetzt sind wir auch ganz offiziell von Blankenburg. Grafschaft von Blankenburg. Wir sind Graf von Blankenburg. Natürlich aus dem Hause von Blankenburg. Das passt ja hier ideal zu uns. So, hier passiert was an den empfindsamen Giselherr. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Hartneid und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Na, das liest sich doch gut. So, wie geht's hier weiter? Das erste Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ja, wir stecken hier nach wie vor in den Vorbereitungen unseres Reichs. Ein neuer Ritter ist angekommen. Wir schauen mal in den Hof. Ja, tatsächlich. Er möchte hier 30. Ein kompetenter Kämpfer 15. Den Gausbert, den nehmen wir auf jeden Fall mal. Hier mit dem Ordulf, da müssen wir mal noch warten, bis wir über die 30 kommen. Den würde ich aber auf jeden Fall auch mitnehmen. Denn momentan ist tatsächlich die Ritterschaft hier eine Mangelware und wir brauchen ja in Zukunft mit Sicherheit auch erfahrene Knappen, um unsere Reichweite auszuweiten. So, ich würde sagen, wir holen ihn uns direkt. Vorankommen, sowohl Fürstbischof Lüdbert von Münster als auch ich genießen hohes Ansehen bei unserem Lehnsherrn Herzog Otto.
Wenn er jedoch um die Vergabe von Titeln, Ehren und wenn es jedoch um die Vergabe von Titeln, Ehren und Reichtümern geht, wird einer von uns immer als Erster untergleichen sein. Da bahnt sich ein Konflikt an. Die anstehende Zusammenkunft in Wölp bietet mir die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Gunst von Herzog mir gehören wird. Tja. Mit einer goldenen Zunge sollte das hier ein leichtes sein. 47%. Ich werde anschaulich darlegen, dass die höheren Mächte stets auf meiner Seite sind. Tja, oder wir möchten gerne... wie würden wir uns hier entscheiden? Wir sind zufrieden, bescheiden und gerecht. Ja, als bescheidener Mensch, da werden wir sagen, naja, wir sind ja alle gleich und wir sollten auf keinen Fall gegeneinander arbeiten. Die anderen Optionen, die passen hier, glaube ich, nicht so wirklich. Hier könnten wir mittlerweile durchgreifen. Ich schaue mir das mal eben an. Ja, wenn dann... hier direkt in der Nachbarschaft. Ha, da läuft gerade irgendwas. Das würde sich ja fast anbieten, liebe Leute. Was ist er denn hier? Ein Polabe? Ganz ehrlich, da können wir doch mit unserer ihr nicht Nein sagen, oder? Und dann wollen wir unsere Strategie in Beweis stellen. So, ich verlagere mal hier den Treffpunkt. So, wir haben Aufgebote und Ritter. Ja, dann kommen wir hier mal mit dem ganzen Trupp an. Ich weiß nämlich noch nicht, wie gut wir hier kämpfen. Tja, und dann geht es hier darum, die Hauptstadt zu erobern. Er will hier direkt wegziehen. Da hätte ich gesagt, wir stellen ihn hier direkt. Das sieht auch gut für uns aus. Ja, plus 4 und natürlich in massiver Überlegenheit. Perfekt, 44% haben wir hier schon erreicht. Tja, und dann holen wir uns doch mal in 8 Monaten hier von unserem lieben Oberhäuptling. Wie heißt er denn? Mischlaff? Ich vermute mal, das soll Mischlaff heißen. Das wäre jetzt meine These. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Er wird jetzt auf jeden Fall Brenner an uns verlieren, hoffe ich. Außer hier passieren noch irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Wir lassen mal die Zeit vorlaufen und gucken, was da auf uns wartet. So, 13 Tage noch. Und ich nehme an, wenn wir hier die Hauptstadt... Ach, jetzt kommt er hier nochmal raus. Und das wird dir nicht mehr reichen. Und damit haben wir diesen Krieg auch schon gewonnen. Wir haben ihn eingekerkert. Tja, wir erhalten... nein, das kriegen unsere Verbündeten. Wir bekommen 50 Hingabe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und der Katholizismus-Eifer sinkt und der Eifer von Slowiaska Pravda, der steigt. Okay, und ja, wir halten den Titel und haben jetzt einen zu viel. Ich hoffe, wir können das unproblematisch abgeben. An den ekelhaften Gieselherr mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euch euren Forderungen nachgeben. Naja, du hattest ja auch keine andere Wahl. Du warst ja auch im Knast. So, unseren Trupp können wir dann entsprechend auch auflösen. Tja, und jetzt haben wir hier die Brandenburg dazu bekommen. Wir haben jetzt allerdings ein Problem. Wir sind mal wieder über der Domänenschwelle und ich weiß nicht, ob wir problemlos etwas abgeben könnten. Ohne was zu verlieren. Ich glaube nämlich nicht, dass das ginge, oder? Ich schaue mir das... Ja, genau, das geht nämlich nicht, weil er dann denselben Rang erhält wie wir.
Das heißt, ja, wir müssen jetzt erstmal mit dieser erhöhten Domänenlast leben und schauen, dass wir hier ziemlich zeitnah einen Titel bekommen. Wir können die Brandenburg feudalisieren. Da fehlt uns allerdings, glaube ich, noch deutlich das Geld. Wo ging denn das? Das war, glaube ich, hier irgendwo. Irgendwo gab es einen Knopf. Ja. Ja, genau, das kostet nämlich 500. Dann müssen wir auf jeden Fall noch die Staatskasse ordentlich füllen bis dahin. Ja, Bauverhandlungen. Günstige Abmachung. 10% Gebäudebaukosten reduziert in... Wo ist das? Halberstadt. Können wir denn da was bauen? Na, das ist alles finanziell leider unter ferner liefen momentan. So, und das hat endlich geklappt. Ja, immerhin nur noch minus 18. Das war schon deutlich schlechter. Tja, liebe Leute, wir haben in der Folge einiges geschafft. Ich hätte gesagt, wir schauen in der nächsten Folge weiter, wie weit wir hier insgesamt noch kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Geschichte von unserem Giselher von Blankenburg weiter, ja, verfolgen würdet. Bis dahin sage ich zu euch Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis morgen, euer von Blankenburg.